Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Donnerstag. Werkeln, bis der Osterhase kommt. Heute und dann noch nächstes Mal. Und dann ist Ostern schon. Es wird langsam, ja, schon etwas knapper, um etwas zu werkeln und alle Sachen dafür dann zu besorgen. Deswegen habe ich eine ganz schnelle Geschichte für dich heute, die du auch gut mit Kindern zusammen machen kannst. Vielleicht kennst du das schon oder wahrscheinlich kennst du es schon. Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach mal mit aufgenommen, weil ich es so schön finde. Das tun wir mal kurz weg. Und zwar ist das ganz einfach, sind das Tüten, wo man halt reintun kann, was immer man möchte. Und dann kann man den Hasen entweder von der Rückseite mit hier so einem Puschel verzieren oder halt auf der Vorderseite ganz einfach so ein Gesicht malen. So, was verpacken wir? Das kommt dieses, werkeln, bis der Osterhase kommt. Wir werkeln auch das Innere. Und zwar, ich habe da mal ein paar Plätzchen vorbereitet. Nein, sind es natürlich nicht, sondern das ist Knetseife. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ich finde das ganz spannend. Was ich daran schön finde, ist, dass es A, funktioniert. Wenn man die dann benutzt, die nutzt sich ab so nach und nach oder man kann auch Stücke davon abbrechen und die benutzen. Das geht super gut und man braucht dafür nicht wirklich viel an Sachen, die man zu Hause haben muss. Was das dann genau ist, das Rezept dazu, das schreibe ich unten in PDF, beziehungsweise ich schreibe ein PDF dann auf meinem Blog und das verlinke ich hier unten in die Infobox. So rum war es, ganz genau. So. Aber das tue ich erstmal wieder zur Seite und das hier auch. Und was brauchen wir? Wir brauchen gar nicht mal viel. Zum Verpacken von der Knetseife habe ich hier zwei verschiedene Zellophantüten genommen. Und ich würde die jetzt ungern direkt auf das Papier, sondern deswegen halt diese Zellophangeschichte. Und für den Puschel braucht man ein Reststück in einem Braunton und ein Stück Weiß. Dann brauchen wir eine ganz normale Butterbrotstüte. Von welchem Discounter die jetzt ist, kann ich gar nicht sagen. Und um halt später diese Verpackung hier für die Knetseife zu schließen, habe ich nochmal ein bisschen Washi genommen, das Glitzer-Washi, dass es halt ein bisschen nett aussieht. So, wie geht das Ganze? Also man kann einmal frei Nase schneiden oder sich einzeichnen. Und zwar, also man kann einfach hier ein bisschen einschneiden und dann schneidet man so. Oder man zeichnet es sich ein, wie ich das jetzt hier so gestrichelt habe, und nimmt das. Auf jeden Fall nimmt man eine Schere und schneidet dann hier ein. Natürlich dann so, dass man das, was man eingezeichnet hat, nicht mehr sieht. Habe ich hier jetzt nicht gemacht, also muss ich nochmal nachschnibbeln. So. Ich finde, das ist auch was super schön für den gedeckten Tisch dann irgendwie nutzbar ist, weil das ist sehr wenig Materialaufwand, es geht super schnell. Ja, also das ist wirklich fix. Ich mache jetzt hier diesen Puschel, dafür habe ich die beiden Wellenkreisstanzer genommen. Einmal den größeren in dem Braunton, in dem Savanne, damit sich das ein bisschen von der Tüte so absetzt. Und dann noch zwei, dreimal in dem Flüsterweiß. Und mit diesen drei Wellenkreisen, ja, die knüttel ich so ein bisschen. Den ersten, der ganz oben zu sehen ist, ein bisschen mehr. Den zweiten ein bisschen und den dritten nur ganz dezent. Und dann kann ich die schon, hoppala, kann ich die schon auf diesen untersten Wellenkreis aufkleben. Ein bisschen so versetzt. Und das hier einmal. So, das ist dann im Prinzip mein Puschel. Der ist schon fertig. Wenn ich das jetzt befülle, kommt ja hier was rein. Und dann beult, je nachdem, diese Tütenfalz an der Seite. Und dann sehen meine Ohren ja gar nicht mehr so schön aus. Deswegen klappe ich die Ohren hier schon mal nach außen. Schaue mir das so an. Ja, okay, das ist in Ordnung. Und fixiere die hier einmal mit so einem Klecks von dem Snail. Knister, knister. Das mache ich auf der anderen Seite natürlich auch. Dann sind die Ohren auch ein bisschen größer und kommen besser zur Geltung. So, dann habe ich hier schon mal die Ohren und nehme meinen Puschel.
Den kann ich entweder auch mit dem Snail aufkleben oder mit einem Mini-Glue-Dot oder auch mit einem Dimensional. Ich nehme jetzt mal einen Mini-Glue-Dot. Dafür nehme ich den einfach hier einen von der Rolle ab und setze den hier hin. So, dann habe ich im Prinzip meine Hasentüte fast fertig. Hier ist noch ein bisschen Leinenfaden. Ja, so. Ach, nehmen wir mal das Ganze. Kann ich ein paar Mal mehr drum wickeln. Und was ich jetzt dann mache, wie gesagt, das wartet hier zur Füllung. Jetzt nehme ich mir die Seife. Und dann gibt es einmal diese länglichen Stücke. Da nehme ich dann immer 5 cm Stücke, die ich mir abschneide. Also so ungefähr 5 cm. Und dann nehme ich die Pappen hier noch ein bisschen durch. Man könnte die erst vorher, ich habe die vorhin gerade gemacht, man könnte die vorher natürlich noch komplett durchtrocknen lassen. Das würde auch gehen. Aber ich nehme jetzt einfach mal 3 übereinander. Habe die so in dieser Form. Und dann nehme ich einfach diese Tüte, in der Hoffnung, dass das jetzt auch wirklich da reinpasst. Ich denke schon. Sollte eigentlich. Und lege die dann, hoppala, hier rein. Verschließe die dann so rum und lege das einfach mal so hin. Dann nehme ich einfach nur das Washi und fahre damit einmal da drum. Guck, dass es halbwegs gleich abschneidet und mache das hier weg. Die anderen 3, die verarbeite ich später. So, dann habe ich hier den Inhalt, das muss genau da drüber sein, genau, den Inhalt für dieses Hasentütchen schon fertig. Finde ich, sieht ja so ganz nett aus. Und jetzt kommt das hier rein. So, und dann nehme ich einfach hier die Hasenohren hier zur Seite und nehme einfach mal das Band und binde das jetzt mal so. Weil die eine Seite muss ich natürlich festhalten und binde das jetzt 2-3 Mal da drum. So, das reicht. Muss ja jetzt nicht so super fest sein, sondern es halt nur so ein bisschen andeuten. Dann kommt da noch ein kleines Schleifchen rund und schwupps ist das Ganze schon fertig. Einmal hier den drin. Tada, ist mein kleiner Ostergruß schon fertig und ich finde, das ist ja auch mal was Nettes. Es muss ja nicht immer Schokolade sein. Also für mich natürlich schon, aber man möchte ja vielleicht auch mal was anderes verschenken. Und ich finde halt auch wirklich, dass das was kann man echt nett mit Kindern machen, sowohl den Inhalt als auch diese Tüte selber. Und das geht schnell. Und wie gesagt, das ist ja nur noch eine gute Woche. Deswegen hoffe ich, dass dir diese Folge von Werkeln bis der Osterhase kommt gefallen hat. Bevor ich aber Tschüss sage, kommt dann noch die Frage für diese Woche. Wie viele Buchstaben hat das englische Wort für Ostern? Wenn du das weißt, dann schreib mir eine E-Mail hierhin. Es sind schon etliche, die wirklich alle Videos geschaut haben und alle Fragen beantwortet haben, die auch schon alle Fragen richtig beantwortet haben. Also es wird wohl dazu kommen, dass ich dann unter allen, die alle 7 Fragen dann richtig beantwortet haben, wirklich was losen muss. Aber die Fragen sind ja auch nicht so schwierig. So, also das tue ich wieder weg. Hier ist nochmal das Beutelchen mit der Knetseife drin. Und wie gesagt, also für diese Tüte habe ich diesmal keine PDF gemacht, oder keine Anleitung in schriftlicher Form, weil ich denke, das kriegt man tatsächlich so hin. Das guckt man sich einmal an. Das ist super, super einfach. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, lass mir ein Like da und abonniere meinen Kanal. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann übermorgen vielleicht beim Samstagsvideo wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Ach, da war doch noch was.